Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Es geht um die Woche vom 7. bis zum 13.9. Und wir haben in der Woche, heute zieht ihr ja weiter, ne, die Venus zieht in den Löwen. Dafür habt ihr ja aber das Extra-Orakel in der Infobox, ne? Und dann haben wir die Woche Stier, Zwilling, Krebs und Löwemond. Wie passend, ne? Den Löwemond haben wir übrigens wieder am Sonntag, ja? Also immer wieder sonntags ist gerade Löwetag, ja? Das ist sehr schön. Wir haben den Halbmond dann im Zwilling zusammen. Ist das wieder die Seelenpartnerschaft, ja, doppelt angezeigt durch die Mondenergien. Wir haben hier nämlich hier das göttlich-weibliche und das göttlich-männliche liegen. Es sind aber auch die tiefen Gefühle in einer Verbindung, sich durch die tiefen Gefühle verbunden fühlen und auch wieder die Energiearbeit in dieser Verbindung. Deshalb habe ich euch die Energiearbeit für Maybone, ne, für die Herbsttag- und Nachtgleiche bereits gemacht. Auch die findet ihr in der Infobox. Ich habe sie auf die Wunscherfüllung ausgerichtet, weil die tiefe Sehnsucht, ja, die tiefe Verbindung natürlich genau dieses auslöst, habt ihr auch in der Infobox. Und weil wir mit dem Löwemond, das kennt ihr ja von mir, immer Energien empfangen, ja, und deshalb biete ich euch dann ja auch immer die entsprechende Energiearbeit an. Auf den Mond im Zwilling, auf die Spiegelung, legen wir Montag nochmal gesondert, weil wir ab Dienstag in die Zwillingsmondenergien ziehen. Und jetzt gucken wir uns erstmal das Wochenorakel an. An Kartenauswahl wieder sehr passend das Mermaid-Tarot, Meerjungfrauen, unter Wasser. Ja, Wasser steht für die Gefühle. Und bei der Karten, bei der Ansage der Mondenergien fand ich das ganz logisch, dass wir mit dem Mermaid-Tarot liegen, ja? Und mit den Plejaden-Cards von der Andrea Patisch wieder die Energiearbeit angezeigt, ne? Aber ja, es ist auch wieder klar, ne? Wir gehen auf Herbsttag und Nachtgleiche zu, auf Maybone. Etwas will wieder in den Ausgleich gebracht werden. Das heißt, es wird wieder reingeguckt, ja. Welchen Stand habe ich? Welchen Stand hast du? Auf welcher Entwicklungsstufe stehst du? Ja, bewegst du dich bereits im Licht oder bist du noch im Schatten unterwegs? Aber darauf ist die komplette Energiearbeit halt ausgelegt, ne? Das kennt ihr ja schon von mir. Jetzt gucken wir nämlich ins Wochenorakel rein. Ja, was will uns die Woche sagen? Weil mit dem Mond in den Zwilling zieht dann ja auch das göttlich-männliche, der Mars in die Rückläufigkeit, also ins Innere, ne, und guckt sich halt den Stand der Tatsachen an, ne? Weil Ihmchen ist ja auch noch im Widder. Was hat sich denn verändert, ja? Welche Spiegelung lieferst du mir? Spiegelst du mir Schatten oder Licht? Diese Frage stellt sich mir. Ja, aber wie gesagt, dazu habt ihr wieder extra Orakel, ne? Wir gucken uns diese Woche an. Ich lege wieder fest, ne, da wir ja wieder beides hier haben. Alles, was gerade liegt, bist du. Alles, was umgekehrt liegt, kommt auf dich zu. Also,
Wochenorakel, 7. bis 13. 9. Was haben wir da? 7. bis 13. 9. Fürs Kollektiv. Alles, was gerade liegt, ist die liebe Community. Alles, was umgekehrt fällt, kommt auf sie zu. Es ist der König der Münzen, aber gerade gefallen. Das heißt jetzt nicht in meiner Kartendeutung, dass du das bist, ja, sondern dass du in der Willensstärke bist, ja, jemand anderen eine Welt erschaffen zu lassen, ja. Du hast den Willen, die Durchsetzungskraft, dir anzugucken, welche Welt, welche Veränderungen, welche Tatsachen und Fakten jemand anderes erschafft. Wunderbar. Klasse. Das kommt noch nicht auf dich zu. Ja, wir haben es gerade liegen. Aber du wartest diese geschaffenen, erschaffenen Tatsachen und Fakten halt ab. Welche Welt wird kreiert quasi, sozusagen? Was kommt auf dich zu? Ja, das Ganze, es wird etwas erschaffen. Ne? Oh, hier guckt mal. Es wird eine neue Chance geboten und dargeboten, ja, aber du guckst dir halt an, was da erschaffen wird, ja. Es werden dir neue Chancen und Möglichkeiten gereicht. Hier, deswegen habe ich die Energiearbeit auch wieder auf die Wunscherfüllung gemacht, ne. Es ist schon wieder, ja. Es kommen neue Chancen und Möglichkeiten auf dich zu, die die Möglichkeit beinhalten, ja, eine Wunscherfüllung, in eine Wunscherfüllung zu kommen. Ob für jemand anderen, ja, oder für dich. Mal gucken, ob wir darüber noch mehr rausfinden, ja. Aber gerade mache ich mir nicht so die Sorgen, weil du dir ja anguckst, ne, welche Welt wird denn damit erschaffen? Du bist im Stirnchakra. Und das hatten wir ja auch letzte Woche angezeigt. Ne? Letzte Woche hatten wir Stirnchakra, Stirnchakra, Stirnchakra. Ne? Drittes Auge, ne? Erkenntnisse, Bewusstsein. Ne? Es kommen neue Chancen und Möglichkeiten auf dich zu. Und damit kommen auch neue Gefühle auf dich zu, ja. Es kommt die Chance und die Möglichkeit auf dich zu, dass du deine Gefühlswelt neu erschaffst. Ja. Tiefe Gefühle. Wow. Ja, super. Warte, ihr müsst euch mal, glaube ich, kleiner machen, damit wir auch die ganze Legung drauf kriegen. Ne? Und da muss ich auch nicht immer hin und her switchen. So ist gut. Seht ihr noch alles, ne? Genau. Es kommen tiefe Gefühle auf dich zu, die die Möglichkeit beinhalten, ja, oder die mit neuen Chancen, neuen Möglichkeiten auf dich zukommen. Dir wird etwas überreicht und du guckst dir an, was man daraus erschaffen kann.
Genau, das, was ich ihm gerade schon gesagt habe, ne? Eine neue Energie, eine neue Chance. Vielleicht auch eine neue Person, ja? Eine neue Freundin, eine neue Kollegin. Irgendjemand bietet dir an, eine neue Chance zu ergreifen und damit deine Energien zu klären. Ich biete dir das auch an, ja genau. Das ist ja geil. Ja, mit der Energiearbeit biete ich dir das auch an, genau. Ich krache mich weg. Ja, Entschuldigung. Konzentrier dich, mache ich. Ja, eine neue Energie zu erschaffen. Ja, super. Gefühle zu bereinigen, zu klären. Ja. Es kommt auch jemand auf dich zu, der ein Licht auf eine Situation wirft und dieses Licht, diese neue Erkenntnis erschafft dann eine neue Basis. Eine Erkenntnis, eine Information darüber, dass jemand etwas Neues kreiert hat. Indem, hier sieht man das auch, ne? Ja, was kommt auf dich zu? Die Karte ist ja echt geil gemacht, ne, muss ich sagen. Guckt euch das mal an. Hier ist jemand völlig gefrustet, ja, über eine Dreierkonstellation. Und dieser Frust, jetzt sind wir wieder bei diesem total beschissenen Spruch, ohne Frustration keine Motivation, ja? Aber dieser Frust darüber, ja, dass diese Dreier-Situation nicht klappt, der eröffnet, und das sieht man ja hier, ein neues Erwachen, ja? Ein neues Ziel, ein neues Gefühl, eine neue Möglichkeit. Und dass diese Dreierkonstellation, so wie sie war, ja, nicht mehr klappt, nicht mehr funktioniert, das ist auch eine Energie, ja, die wird übertragen. Ne? Hier, Energiearbeit. Der Trunkenbold, ja, ertrinkt in Kummer und Sorgen darüber, dass diese Dreierkonstellation nicht funktioniert wie gehabt. Aber genau das ist ja die Chance, ne? Die Chance, der Kelch, den man ergreifen kann, ja, um sich seinen Gefühlen zu stellen, zu hinterfragen, ja, warum hat das denn nicht geklappt? Und dann eine neue Basis zu erschaffen. Aufgrund dessen, was man will. Aber hier ertrinkt man noch in Selbstmitleid darüber, in der Frustration. Ja? Und das ist das, was auf dich zukommt. Ja? Auf dich kommt die Frustration zu, das in Selbstmitleid baden zu, wie beschissen und doof das ist. Ja? Und dass das alles andere als Genuss und Leidenschaft ist. Und dieses neue Gefühl kommt auf dich zu. Klärt und bereinigt deine Gefühle. Ja. Und
bringt dir eine echte Chance darüber, als Energie, dass dann tatsächlich jemand eine andere Situation erschafft. Du überträgst die Energie der Eigenverantwortung. Und das ist auch das, was wir in dem Zusatzorakel, ne, von Venus im Löwen hatten. Das Selbstwert und Selbstbewusstsein. Ne? Ja, das ist doof. Und jetzt? Was erschaffst du daraus? Welche Chancen bieten dir diese Erkenntnisse? Und das löst in dir auch das Gefühl der neuen Chancen und Wunscherfüllung aus. Und das kommt alles auf dich zu. Und du guckst dir an, was denn daraus sich daraus entwickelt, ja, was daraus erschaffen wird. Na, genau. Du sagst, teilst jemand anderen mit, ne? Und wenn es energetisch ist, ja, es ist deine Münze, it's your turn, babe, ja? Was machst du daraus? Ich beobachte es, ja? Ich gucke dir zu. Wie nutzt du diese Möglichkeiten, diese Chancen? Was baust du daraus? Ja, und was kommt da auf dich zu? Alter, das schrieb's doch gar nicht. Ich habe es gerade noch erklärt, ne? Ja. Das ist der König der Kelche. Ja, hier, guckt mal. Der diesen Kelch bis jetzt nicht gesehen und nicht ergriffen hat, ne? Kommt auf dich zu mit diesem Kelch, ne? Ich habe begriffen, das funktioniert so nicht. Ja, und wie fand dieses Begreifen statt? Selbstwertübertragung, ne? Ja, Energieübertragung. Richtig. Wow, wow, wow. Fällt mir schon wieder nichts mehr zu ein, bin ich sprachlos. Bin ich völlig perplex. Kommt ihr mir so, Alter, dass ich das noch erleben darf? Ja. Ja, was ist das Jahr der Offenbarung, ne? Ganz genau. So funktioniert das nicht. Denn so ziehst du mich in den Schatten, statt ich dich ins Licht. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ich nehme jetzt diesen Kelch und bringen den dir. Und das sind die neuen Chancen und Möglichkeiten, die auf dich zukommen. Aber als ein zentrales Thema immer noch, dass der König der Münzen die Münze hat, diese Welt zu erschaffen. Ne? Hier, der Mars im Widder steht und jetzt in die Innenshow geht, ja, in die Rückläufigkeit geht bis zum 14.11. und das versteht. Wow, Huldigung, Leute. Was für ein Geschenk. Danke, ich fühle mich gerade bereichert. Ah, hier, bei mir greift das schon. Ist ja wieder schnell. Lerne und lehre, ja, ich weiß. Ja, schön. Wow, wow, wow. Ja, super. Ja, da ist er, ne? Der Wagen. Der Aufbruch. Der Ausbruch. Aber gerade ist deine Karte, ja. Der Wagen steht auch für den Krebs. Du brichst aus, ja, es ist Ende der Woche, hier, der Krebsmond fällt auf den Freitag, der Freitag ist der Freisprechungstag,
Freitags befreien wir uns vom Karma. Es ist der 11.9. 11 ist ein Tor. Ja? Du gehst durch dieses Tor. Du bist in den Aufbruch. Und dadurch, also die alte Situation zu verlassen. Und dadurch kommen diese neuen Chancen auf dich zu. Ja, ohne Worte, was soll ich dazu noch sagen, ne? Du brichst aus der alten Situation aus. Ja. Super, Jael. Aus welcher? Aus der alten Gefühlswelt, ne? Dich mit da im Dunkeln zu laben, ne? Und halten zu lassen. Genau. Hier. Haben wir es schon wieder. Ast der Schwerter, ne? Wahrheit. Du brichst auf in das Reich der Wahrheit und Klarheit. Und mit diesem Schwert in der Hand, ne, guckst du dir an, ob ein Gegenüber das auch kann. Ob ein Gegenüber jetzt auch zu diesem Schwert greift, ja, zu klaren Erkenntnissen kommt, ne, was bereitet hat in der Vergangenheit Kummer und Leid. Welcher Kelch dir da übergeben wird, aufgrund dieser Erkenntnisse, dass jemand einen klaren Raum zu erschaffen hat. Du brichst auf. Du brichst auf ins Reich des Lichts. Da. Denn im Licht steht Wahrheit und Klarheit, ne? Im Schatten steht oder in der Dunkelheit ist Lug, Trug, Verheimlichung. Ich denke, das ist jedem klar. Da brauche ich nicht zu erklären, was ist Schatten, was ist Licht. Ne? Habe ich aber sonst auch noch mal in der Energiearbeit, in der Wunscherfüllung zum Maybone, ne, zum Erntedank gemacht. Genau. Und du kannst jetzt mit mir kommen ins Licht. Ja? Oder du verweilst weiter in der Dunkelheit. Bitte sehr. Aber bitte nicht mit mir. Da müssen die Veränderungen her. Und aus dieser Innenschau, aus dieser Rückläufigkeit des Maßes, die Veränderung im Inneren, aus diesen heraus wird dieser Kelch überbracht. Genau. Oh. Aus diesem heraus wird dir ein emotionaler Abschluss gebracht, ja. Die Fülle-Karte, ne? 10 der Kelche, die emotionale Fülle, ja. Die tiefen Gefühle. Oh, ist mir ganz schwindelig. Schwindelig ist mir. Ja, super. Ja. Kann ich nichts mehr zu sagen, ne? Kann ich nichts mehr zu sagen. Gucken wir nochmal mit den Plejaden-Cards, was wir da an Energiearbeit haben und noch beitragen können. Da haben wir Ilsa, ist echt ein Knaller, weil das nämlich aus der Energiearbeit für den August war, ne? Hier haben wir es, ne? Könnt ihr so auch nicht lesen, ne? Also ich finde die Karten ja total toll, aber also Ilsa ist die Erdung und die Aktivierung der Feuerenergie. Hier. Da.
keine Fragen mehr, ne? Keine Fragen mehr. Sag doch, das ist die 31, die Sonne steht immer für die Energieübertragung. Und was übertragt ihr? Haben wir in dem Zusatzorakel, ne? Die Feuerenergie, die Willenskraft, Durchsetzungsvermögen. Es findet die Spiegelung statt. Wow, wow, wow. Ja, super. Super. Unterseite des Kartendecks ist die telepathische Verbindung. Die Spiegelung. Ja. Über die telepathische Verbindung aktiviert ihr die Feuerkraft. Dreimal angezeigt, über die Mondenergien, über die Planetenkonstellation, hier als Ast der Schwerter und über die Plejadenkatz dann auch nochmal. Was haben wir hier als Unterseite? Ja, ganz genau. Was kommt auf euch zu, dass es so nicht weitergeht, ne? Acht der Kelche und die alte Situation verlassen werden muss. Punkt. Die Erkenntnis ist da. Ja, Kracher. Und was wird aus der Erkenntnis gemacht? Aus der Erkenntnis wird euch ein Kelch überbracht. Ja. Und jetzt brauche ich aber auch, glaube ich, nicht dazu zu sagen, das wisst ihr selbst, ne? Alle die, die noch nicht an diesem Punkt sind, dass sie in ihrer Willenskraft, Gesundheit und Stärke stehen und genau wissen, ja, was ihre Ziele im Leben sind und was nicht, die gehören dann natürlich noch nicht dazu, ne? Es wer noch den Schatten dient, ne? Noch, sich noch verheimlichen lässt, ja, und nicht offen seine Liebe lebt, da ist das halt eben nicht so, ne? Weil das hat mit Feuerkraft dann nichts zu tun, ne? Das hat dann viel mit Schatten, Dunkelheit, Karma, Abhängigkeit und so weiter zu tun, ne? Aber das wisst ihr ja. So, dann gucken wir doch nochmal flugs, was ist denn dann diese Woche förderlich und hinderlich? Wobei ich ja der Meinung bin, dass das immer noch euer beobachtender Posten ist. Ja, schauen wir mal rein. Alles, was förderlich und hinderlich ist, bleibt liegen. Und alles, was überflüssig ist, fällt runter und gehört nicht mehr dazu. So, ihr Hübschen. Also, förderlich. Könnt ihr alles sehen? Ja, ne? Förderlich ist, hier schaut mal, hier haben wir schon wieder den Neuanfang. Die neuen Energien. Die neuen Energien sind absolut förderlich. Es ist eine neue Kraft und Macht. Eine neue Stärke da. Und diese Stärke zu zeigen, treibt, aktiviert die Feuerenergie und treibt alles voran. Die Kraft und Macht, die neue Kraft und Macht, etwas in die Klärung zu bringen. Sich mit etwas auseinanderzusetzen. Ja, und das ist das, was jetzt wächst. Ja, ihr zieht gerade ein in diese Energien, ne? Diese Kraft und Macht beinhaltet halt die Heilung, die Gesundung und den Wachstum. Ne? Den Wachstum von was? Den Wachstum von den Veränderungen. Welchen Veränderungen? Ja, in denen der Mars dann halt gerade steht. Ne? Und das wächst durch die Rückläufigkeit, ne? Geht in die Rückläufigkeit exakt um 22.22 Uhr bis zum 14.11. Ja, ganz genau. Und das ist glückverheißend.
ja, glückverheißend, ganz genau, und führt in ein glückliches Schicksal, ne? Es ist eine glückliche Schicksalsfügung. Wow. Ja, und es wird in Kürze, hier haben wir, ne, auch eine Kommunikation darüber geben. Das, was wir schon in der Neunerlegung liegen hatten, ne? Doppelt angezeigt sogar. Hier haben wir nochmal die Vögel. Mehrere Nachrichten, Gespräche wird es darüber geben. Ja, da haben wir schon das Weibchen, was aber noch zweifelt an diesen Aktivitäten. Ne? Und das haben wir ja auch hier als zentrale Karte, dass ihr beobachtet, welche Welt denn daraus jetzt erschaffen wird, ne? Kreiert wird. Ne? Ja. Was ist denn jetzt hinderlich? Hinderlich ist, festzuhalten. Festzuhalten. Und das zu offenbaren, ne? Ja, dann kann es nicht weitergehen, ne? Und das ist aber auch in der Energiearbeit für eure Wunscherfüllung dann drin, ne? Für Maybone, für die Ernte, ne? Du kannst tun, was du willst. Ich liebe dich so sehr, ja? Ich halte an dir fest. Auch hier, das Selbstmitleid füttern, ne? Auch wenn du, wenn diese Situation bislang nur Schande gebracht hat, ja? Mehr als die Bestätigung von dir, dass es Liebe ist, brauchte ich nicht. Dann soll es halt so sein, ja? Und wir bleiben gemeinsam in Kummer und Leid, ne? Also das wäre ganz hinderlich. Sag dazu bitte nein. Ja. Ja. Und sag auch nein zum familiären Chaos, ja. Nein zu, du weißt doch, ja, meine Frau, meine Mutter, mein Chef, meine Kinder. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden. Und das kennt ihr von euch selbst. Wenn ihr was wollt, dann schafft ihr das auch. Und wenn ihr etwas nicht wollt, ja, dann habt ihr ein Paket Ausreden, ne? Ich kann heute leider nicht kommen, ich habe Kopfschmerzen. Wenn ihr dahin wollt, fahrt ihr dahin. Ja. Ja. Warum könnte das passieren? Aufgrund eurer tiefen Sehnsüchte und Wünsche. Ne? Jetzt werde ich wieder zu Ilsa geleitet. Eure Erdung aktiviert die Feuerenergie. Ne? Erdung, Wurzelchakra, Tatsachen und Fakten. Hinderlich sind eure tiefen Sehnsüchte und Wünsche. Guckt euch erschaffene Tatsachen und Fakten an. Ja. Denn eure tiefe Sehnsucht und Wünsche gilt doch, ja, eine erfolgreiche Trennung von der alten Situation, ja, von dem alten, hier, was habe ich gerade gesagt? Da, die erfolgreiche Trennung, ne? Da liegt doch die positive Kraft und Macht. Was liegt im Licht? Ja? Im Schatten liegt der Verzicht. Also, ne, überlegt euch, worauf ihr verzichten wollt. Ja? Wenn ihr auf so ein Dreierding steht, dann ist alles gut. Ja? Die Trennung, der Rückzug ist der Schlüssel zum Erfolg. Nichts anderes, ne? Nichts anderes. Keine Ausreden, kein Schüsselerweng, kein. Genau, da liegt das Geschenk. Da liegt das Geschenk für euch. Hier, Erdung. Erden, Erden, Erden. Köpfchen benutzen. Das ist die Lernaufgabe.
Und der Fuchs und das Buch zusammen, ja, ist allgemein das Wissen, ne? Wissen, du weißt es. Du weißt, worin das Geschenk liegt. Trenn dich von allem anderen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Und auch falsch ist, ne, das, was wir vorher schon gesagt haben, falsch ist weitere Verheimlichung. Ne? Heimlichkeiten liegen im Dunklen. Ja? Alles, was im Dunklen liegt, ist dunkel. Okay? Und alles, was hier brecht auf in den Raum der Wahrheit und Klarheit. Ne? Und alles, was ersichtlich ist, liegt im Licht. Ja. Ja. Alles gesagt, alles raus. Hilfestellung habe ich euch auch gegeben. Ein Baumorakel bastel ich euch auch. Und jetzt brecht auf in den Raum der Wahrheit und Klarheit und schaut euch an mit der Münze, die auf euch zukommt, was dieser jemand daraus erschaffen wird. Ja? Welcher Kelch wird euch gebracht? Wird euch der Kelch von Selbstmitleid und Barmherzigkeit und den Rückzug in die alte Situation gebracht? Oder ist es eine neue Energie? Klärt eure Gefühle, die auf euch zukommen. Guckt euch die Chancen, die Möglichkeiten, die sich euch darbieten, an und guckt, ob das, was euch da überbracht wird, der Fülle entspricht. Okay? Denn die erwartet euch im Licht. Bis Montag zum Mondorakel, ihr Hübschen. So haben.